Let's go to far off places and search for treasures bright. Come dream with me tonight. Let's build a giant airship and sail into the sky. Let's watch the ground so far below. Let's watch the birds as they fly by. Fly so high. Come dream with me tonight. Was passiert jetzt mit uns hier oben? Wenn wir kein Feuerholz mehr haben, verlieren wir rasch an Höhe. Meinen Sie nicht, wir könnten was tun, Kimmick? Ja, wir könnten fest unsere Daumen drücken und dann aufs Beste hoffen. Oh! Hey, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, Grubby hat ja auch besonders viele Daumen zur Verfügung. Na bitte, wenn ihr mich nicht hättet, ich habe euch gerettet. Warum heißt diese Wüste eigentlich große Wüste? Gibt's auch kleine Wüsten? Ja, so langweilig wie die ist, hätte auch eine kleine gereicht. Natürlich gibt es auch kleine Wüsten, aber dies hier ist die Wüste größte Wüste. Und sie heißt so, weil sie vom Pilzwald bis zum Sumpfwald reicht. Grubby, was machst du denn dann? Du verwüstest hier doch alles. Nichts gegen Wüsten, aber sie haben einen Nachteil. Ihr Boden ist wahnsinnig heiß. Das ist erträglich. Professor Gimmick, was ist das? Oh je, das fehlt uns gerade noch. Ein Erdbeben. Pass auf, Grubby, verschwinde da! Was habe ich falsch gemacht? Gar nichts. Es ist ein Erdbeben. Wir müssen zurück zum Luftschiff. Grubby, wo bist du? Komm sofort zurück. Das würde ich wirklich gerne, aber es geht nicht. Grubby, bleib, wo du bist. Wir werden dich retten. In Ordnung. Ich verspreche dir, hier zu bleiben. Da hätte ich mein Versprechen nicht einhalten können. Sieh dir das an. Die ganze Wüste um uns ist weit aufgebrochen. Eine Erdbebenverwerfung. Also was denn nun? Erst eine Wüste und jetzt eine Erdbebenverwerfung. Beides, Grubby. Es war ein sogenanntes tektonisches Beben, dessen Wellen sich longitudinal und transversal weit ausbreiten. So was hatte ich mir schon gedacht. Aber wie kommen wir hier bloß wieder weg? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen Brennstoff finden, damit wir das Schiff wieder zum Fliegen bringen können. Grubby, du suchst in dieser Richtung. Und du, Teddy, dort. Ach, während der alte Gimmick die ganze Zeit mit der falschen Karte sucht, gelange ich, hier mit der richtigen Karte zum Schatz. Wie lange wird es noch dauern, bis wir da sind, Stink? Ich habe es dir schon 1897 Mal gesagt. Mein Name ist Stink. Begreif es doch. Ich hab's begriffen. Wie lange wird es noch dauern, bis wir da sind, Twonk? Du wirst schon merken, wenn wir da sind. Nun red nicht so viel, sondern schub, erschieb es. Immer muss ich die Drecksarbeit machen. Du kannst auch mal schub, erschieb. Elby, auch das habe ich dir schon gesagt. Ich mach von uns beiden die Arbeit mit dem Gehirn. Twicky? Ja, Elby? Was ist ein Gehirn? Das, was du nicht hast, Elby. Dafür habe ich ein Horn. Aber das ist auch leer. Sag mal, wie viel kriege ich von dem Schatz ab? Schieb weiter und du kriegst 50% vom Schatz. Ich will aber die Hälfte. Hör sofort auf, so doll zu schieben. Gut, du kriegst 50% von der Hälfte. Okay, komm zurück. Oder willst du den ganzen Schatz alleine einpacken? Siehst du? Das kommt davon, wenn man betrügen will. Professor Gimmick,
Wir suchen jetzt schon seit über 3 Stunden und noch immer haben wir kein Feuerholz gefunden. Natürlich, wo es nichts zu essen gibt, gibt's auch kein Feuerholz. Ich fürchte, diesmal hast du recht, Grubby. Professor, ist alles in Ordnung? Ja, 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 keine Sorge, ich bin bloß über diesen Stein gestolpert. Moment mal, das ist aber wirklich interessant. Was ist interessant? Das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht etwa irgendein Stein, das ist wirklich, es ist tatsächlich, es ist Kohle. Kohle sind doch Steine, die brennen, oder nicht? Ja, da wo ein Stück Kohle liegt, da gibt es garantiert noch mehr davon. Wir brauchen sie nur einzusammeln und können sie als... Oh. Seht euch das an. Hier liegt genug Kohle, um uns zur schwer zu findenden Stadt und wieder zurückzubringen. Das Zeug muss nur irgendwie nach oben. Ich wusste, dass die Sache einen Haken hat. Oh nein, Grubby, nichts im Leben ist zu schwer, wenn man nur die richtige Einstellung dazu hat. Richtig, Professor Gimmick. Und wenn wir dabei ein kleines Liedchen singen, vergeht die Zeit noch wesentlich schneller. Dig, 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 dig. I guess this is what they call work. It isn't all that bad. Think of what we'll have. Yeah, a bunch of big black dirty rocks. I think I'd rather be napping. I know a little trick to make the time go quickly, and amazing things can happen when you sing a song. Yeah, the work won't seem to take as long, 'cause when you sing you're likely to ignore the kind of work that seems like such a chore. Hört doch mal, was ist das für ein Geräusch? Mein leerer Magen. Es kommt von da hinten. Wohnt hier jemand? Ich geh jetzt nach Hause. Was haben wir denn verkehrt gemacht? Rede nicht, geh weiter. Was werden die mit uns machen, Professor Gimmick? Das ist etwas, das mich auch interessieren würde. Ich habe nicht die geringste Ahnung, Teddy. So, so, wen haben wir denn da, Blub? Eindringling, euer Hoheit, sie wollen unsere Kohle klauen. Dafür werden sie von uns aufgefressen. Oh, wir wollten nichts klauen. Eure Schlammmajestät. Wie nennst du ihn? Ihr meint eure Majestät. Das war auch nicht gut. Er meint natürlich eure Majestät. Wir wollten für die Kohle selbstverständlich bezahlen. Zu spät. Führt diesen Wurm ab. Zur Küche? Nein, erstmal in den Kacker. Ja, euer Majestät. Teddy, ich hab noch nicht gefrühstückt. Mach dir keine Sorgen, wir werden dich retten, Grubby. Das heißt natürlich erst, wenn wir einen Weg gefunden haben, uns selbst zu befreien. Rein da mit euch. Was sind das für Kreaturen? Und warum sind sie nur so unfreundlich, Gimmick? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie nennen sich diese Kreaturen? Nun, sie scheinen einen gewissen Bezug zum Schlamm zu haben. Auch ihr ständiges Blubbern zeugt sehr davon, dass sie wohl die Bezeichnung, Schlammblubbis! Vielen Dank, die Bezeichnung ist Schlammblubbis. Wer hat das gesagt? Das war ich. Wer bist du denn? Guten Tag, ich bin Prinz Aaron. Der Sohn von König Joghurt etwa? Ich habe die Ehre. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Teddy Ruxpin und das ist mein Freund Professor Newton Gimmick. Ich bin überrascht. Wie kommt jemand aus königlichem Hause hier in diesen finsteren Kerker hinein? Eine lange Geschichte und mit keinem sehr guten Ende. Erzähl sie uns. Natürlich. Wir haben wohl Zeit genug dafür. Wisst ihr, ich bin auf der Suche nach meiner Schwester Arosia. Und als ich hier vorbeikam, haben mich die Schlammblubbis gefangen genommen. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber sie waren in der Überzahl. Wieso haben die das gemacht? Ich weiß es auch nicht. Sie fühlen sich von jedem bedroht, der hierher kommt. Oh, das hört sich wirklich nicht sehr erfreulich an. Ja, und so wie es aussieht, wird es auch nicht sehr erfreulich enden. Zu dritt sind wir stärker. Wenn wir uns einen Fluchtplan ausdenken, könnten wir hier rauskommen. Ich fürchte, das wird nicht klappen, Teddy. Ich kenne jeden Winkel in diesem Tunnel. Es gibt keinen Ausweg. Alles wird streng bewacht. Wir dürfen hier für den Rest unseres Lebens bleiben. Ich glaube, Kohle zu schütten ist mehr was für jüngere Leute. Das glaube ich nicht. Ich bin erheblich jünger und halte das auch nicht mehr lange durch.
Und ich habe sogar königliches Blut in den Adern und muss auch schippen. Und warum tust du es dann, Prinz Aaron? Na, deswegen. Redet nicht, arbeitet. Tja, das ist wirklich ein überzeugendes Argument, muss ich sagen. Sing a song. Work won't seem to take as long. Sing mit, Freunde. Cause when you sing, you're likely to ignore the kind of work that seems like such a chore. Sing a song until the job is done. Hum, sing or croon a happy little tune and the work will be a lot more fun. Komm, Prinz Aaron, sing du mal einen Vers. Ich werd's versuchen. I hope we can get out of here and find my little sister. But if we aren't very clever, we may be in this place forever. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt nicht die richtige Stimmung auf ohne Grubby. So, jetzt gibt's Mittagessen. Zurück in eure Zelle. Yeah. Ich bin gespannt, was Sie uns servieren werden. Ich fürchte, das, was Sie euch servieren, wird euch nicht sehr begeistern. Wie schmeckt es denn nun, Teddy? Das ist ja schrecklich. Aber der Geschmack kommt mir irgendwie bekannt vor. Diesmal haben Sie sich selbst übertroffen. Naja, ihr wisst doch, was nicht gut schmeckt, ist meistens gut für die Gesundheit. Sieh mal, Prinz Aaron, wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Es ist jedenfalls kein Schlammblubbi. Oh je, jetzt zielt er mit diesem Ding auch noch auf uns. Seht mal, was ist denn mit dem Schlammblubbi los? Diese Wesen verbringen ihr ganzes Leben in Dunkelheit. Sie können das Licht nicht vertragen. Vielleicht weiß dieser Typ den Weg hier raus. Schnell weg hier! Klettert ihr beide darauf und zieht mich dann nach oben. Wird gemacht, Prinz Aaron. Unter diesen Umständen gefällt mir sogar die Wüste. Ach, du kannst die Landschaft später bewundern, Teddy. Los, hilf mir erstmal hier raus. Natürlich, entschuldigen Sie bitte. Oh Mann, ich kann es kaum glauben, Freunde, aber wir sind wieder frei. Aber einer sitzt noch in Gefangenschaft. Ja, wie können wir bloß Grubby frei bekommen? Gehen wir erstmal zum Luftschiff und holen uns ein paar Geräte. Ich habe da eine gute Idee. Jetzt marschieren wir schon Stunden. Sind Sie sicher, dass dies der richtige Weg ist, Professor Gimmick? Aber selbstverständlich. Ich weiß genau, dass das Schiff sich in nordwestlicher Richtung befindet. Oder war es südöstlich? Es könnte natürlich auch nordsüdlich gewesen sein. Nein, es war westöstlich. Es beruhigt mich ungemein, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Sieh nur, Teddy! Da drüben ist es ja! Das Luftschiff! Wir haben es gefunden! Ja, und ohne dass ich wusste, wo es überhaupt ist. So, ess schnell das Apfelmus auf. Muss das sein? Bei dem Gedanken an Grubby vergeht mir der Appetit. Ja, es muss sein. Macht bitte, was ich euch sage. Du auch, Prinz Aaron. Nehmt diese Kerzen hier. Was hat das alles für einen Sinn? Was sollen wir damit? Das erfahrt ihr noch früh genug. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir so viele Fragen stellen, Professor Gimmick. Aber selbstverständlich nicht, mein Junge. Wie solltest du sonst jemals überhaupt etwas lernen? Oh, meine Augen! Grubby! Grubby! Gimmick, Vorsicht, da sind noch zwei!
Sie haben fürchterliche Angst. Wie Prinz Aaron schon sagte, Sie haben Angst vor dem Licht. Sieh nur, wie Sie laufen. Wir müssen nur noch Grubby finden. Grubby! Hey, Freunde, ich bin hier. Grubby, da bist du ja. Ist alles in Ordnung? Natürlich, mir geht's bestens. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, dass dir etwas zugestoßen sein könnte. Oh nein, mir geht es wirklich allerbestens. Ich mache gerade eine Wurzelsuppe. Wurzelsuppe? Ich wusste doch, dass mir der Geschmack bekannt vorkam. Na sicher, diese Schlammblubbis lieben natürlich meine Wurzelsuppe. Also hast du uns das Mittagessen gekocht? Ja, und ich habe sie gebeten, euch eine Extraportion zu geben. Hat's geschmeckt? Nein. Oh ja, vielen Dank, Grubby. Freunde, wir müssen uns beeilen. Es wird Zeit, hier zu verschwinden. Was? Ihr wollt schon gehen? Aber ich bin noch nicht mit dem Nachtisch fertig. Ihr erratet niemals, was es Schönes geben wird. Wurzelsuppe. Schade, es sollte eigentlich eine Überraschung für euch werden. Wir haben keine Zeit, jetzt übers Essen zu reden, Grubby. Wir müssen hier verschwinden, bevor die Schlammblubbis wieder zu sich kommen. Ah, wir nehmen etwas Nachtisch mit auf die Reise. Ein kleiner Imbiss kann nicht schaden. Von mir aus macht das, aber lasst uns jetzt verschwinden. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Aufweier! Die wollen wohl noch was von meiner Wurzelsuppe haben. Die Gefangene wollen flüchten. Haltet sie auf! Da vorne ist es! Schnell ins Sonnenlicht! Wir sind in Sicherheit, Freunde. Ich bin richtig froh, dass wir da wieder raus sind. Ich weiß nicht so recht. Dort gab's wenigstens gut zu essen. Fertig, Leute? Dann lasst uns aufsteigen. Ei, ei, Gimmick. Eier? Wo gibt's denn die? Welchen Kurs nehmen wir? Kurs Süd-Südwest. Das muss aber ein Irrtum sein. Der Schatz, den ihr sucht, liegt im Norden. Das ist die entgegengesetzte Richtung. Das ist kein Irrtum, Prinz Aaron. Wir haben nämlich beschlossen, dir zu helfen, deine Schwester Arosia zu finden. Ihr wollt den Schatz aufgeben für jemanden, den ihr nicht einmal kennt? Genau das wollen wir. Menschen sind mehr wert als jeder Schatz auf der Welt. Außerdem, wir haben noch genug Zeit, den Schatz zu finden. Mann, eure Freundschaft ist für mich der größte Schatz. Verdammt nochmal, Stunk! Twink! Ich habe keine Lust mehr, diesen blöden Wagen zu schieben. Naja, es ist vielleicht wirklich nicht fair, dass du den Wagen die ganze Zeit schiebst. Wirklich? Als Zeichen meiner Freundschaft lasse ich dich den Wagen zur Abwechslung mal ziehen. Mann, du bist ein richtiger Freund! Diesen netten Ziegelzug hätte ich dir niemals zugetraut. Wie jetzt? Ich will es nicht glauben. Jetzt hat Gimmick seine Luftwaffe gegen uns mobil gemacht. Wir schießen mit Kanonenkugeln und nicht mit Luft. Dieser Gimmick ist einfach nicht loszuwerden. Das ist deine Schuld. Du trägst die Verantwortung. Was? Aber ich zieh doch schon den Wagen. Noch einen Ton und du musst wieder schieben. LB, wo hast du die Schutzkralle hingetan? Bitte? Wo hast du die Schutzkralle hingetan? Also, Freunde, ein großes Abenteuer beendet man am besten mit einem großartigen Essen. Gerösteter Wurzelbrei. Oh, Grubby. Nein, sag jetzt nichts. Ihr habt mir das Leben gerettet und es wirklich verdient. Keine Ursache, das haben wir gern getan. Nein, nein, keine falsche Bescheidenheit. Ihr dürft so viel ihr wollt. Danke, Grubby. Danke, Grubby. Denk nur an meine Worte, LB. Bald werde ich meine Bier mächtig und reich sein. Ja, du kriegst mächtig und ich krieg reich. Ich habe es verdient. Es ist ein Geschenk des Höhen. Ich krieg nie was geschenkt.